Das ist Lissy. Lissy hat alles, was man so braucht, wenn man 9 Jahre alt ist. Ein Kinderzimmer in diesem Haus hinterm weißen Gartenzaun. Nelke. Eine Mama, die sich um sie sorgt und sie behütet. Einen Papa, der mit ihr spielt und sie lieb hat. Und doch ist Lissys Welt aus den Fugen. Ihre Eltern reden nicht mehr miteinander. Ich gehe über Jahre lang von Gerichtsverhandlung zu Gerichtsverhandlung und immer wieder. Und zwar deshalb, weil sie mit mir nicht spricht. Ich bin einfach fertig mit ihm. Also ich habe so viel Erfahrung gemacht und irgendwann, sage ich auch zu meinem Schutz, musste ich irgendwann den Schalter umlegen und muss sagen, nein, er existiert für mich nicht mehr. Das sind Katharina Behrendt und Uwe Jobbt, psychologische Gutachter, die sich darauf spezialisiert haben, aus Feinden wieder Eltern zu machen. Im Auftrag der Gerichte reisen sie quer durch Deutschland, dahin, wo Aktenberge wachsen, aus Kränkung und Misstrauen, dahin, wo er stattfindet, der Krieg um die Kinder, in die Wohnzimmer. Wenn es scheitert, wird es daran scheitern, dass die Eltern eben nicht in der Lage sind, von ihrem Konflikt weg hin auf ihr Kind zu gucken. Die Gutachterin Katharina Behrendt ist auf dem Weg zu Lissy. Deren Eltern streiten sich seit nunmehr 6 Jahren um sie. Eigentlich erwarte ich ein kleines Mädchen, dass es langsam müde ist, seine Geschichte nochmal zu erzählen. Dass einerseits eine große Ungeduld hat, dass endlich doch Ruhe sein soll und endlich da der Streit beigelegt werden soll zwischen den Eltern nach diesen ganzen Jahren. Ist ja im Grunde die halbe Kindheit dieses Mädchens. Und auf der anderen Seite aber schon sehr stark resigniert hat, dass das je noch gelingen mag. Für Katharina Behrendt ist es der 41. Fall allein in diesem Jahr. Auch Lissy ist ein Profi. 3 Gutachterinnen waren schon bei Mama und ihr zu Hause. Hallo. Tag, Frau Schmidt. Hallo. Hallo, Lissy. Na? Lissy, das ist die Frau Behrendt. Hallo. Das geht die gleich. Ich bin Katharina Behrendt, genau. Ich komme heute zu dir. Jetzt habe ich mich erstmal ein bisschen mit Mama unterhalten. Und mit eurer schnurrigen Katze. Ne? Katharina Behrendt nimmt Lissy erstmal mit auf neutralen Grund. So. Pommes essen. Bei Jule sein. Brauchst du noch mehr? Warte mal, muss man ein bisschen locker lassen? Sie will herausfinden, was...